Bei der Vorstellung der Werbegemeinschaft kam eine Botschaft immer wieder. Nur was innen gefestigt ist, kann nach außen wirken. Die Dachmarke Mohr soll nach außen transportiert werden, um so einen noch größeren Bekanntheitsgrad sowie klare regionale Zuordnung zu erzielen. Die neue Werbegemeinschaft hat sich wie folgt zusammengefunden. Eine neue Werbegemeinschaft für die Region Apfelmoor, also Euromarkt ist ein Teil davon, ist zustande gekommen, weil der Bedarf besteht, zu transportieren an unsere Kunden, welche Vielfalt an Handel, Dienstleistungen, Gewerbebetrieben, ja praktisch östlich von Kapfenberg an der Gemeindegrenze zwischen Kapfenberg und St. Lorenzen geboten wird. Werbemaßnahmen wurden bereits gesetzt und man möchte sich auch von anderen Shoppingcentern abheben. Ja, ich glaube, der Euromarkt bzw. hier der Standort Apfelmoor zeichnet sich dadurch aus, dass er einerseits ein Standort ist, der in der Mikrolage, also im unmittelbaren Umkreis schon gut bekannt ist. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben hier auf die überregionale Stärke des Standortes aufmerksam machen. Einerseits tragen wir als Euromarkt dazu bei, dass wir den Euromarkt in den nächsten Monaten einem Relaunch unterziehen werden, der den heutigen Anforderungen an ein modernes Einkaufszentrum entspricht. Und auf der anderen Seite ist es uns durch konstruktive Zusammenarbeit gelungen, mit den Partnerbetrieben hier eine Werbegemeinschaft ins Leben zu rufen, die dem Kunden vor allem große Vorteile bringen soll. Der Apfel steht beim Logo im Mittelpunkt. Fehlt eigentlich nur noch ein Apple Shop. Apple Shop wäre eine Option. Vielleicht gibt es auch mittlerweile zahlreiche Mitbewerber, wie Sie wissen. Aber es freut mich besonders, dass der Apfel eigentlich als Zeichen der Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, der ist ja auch in einem Lebensmittelmarkt stark vertreten, wie Sie wissen, dass der einen Beitrag für diese Standortqualität liefern kann. Und ich glaube, die Agentur, die diesen Wettbewerb gewonnen hat, hat hier eine gute Arbeit geleistet. Und der Apfel wird sich langfristig in der gesamten Steiermark gut durchsetzen. Am 6. und 7. September findet das große Mohr-Eröffnungsfest mit buntem Rahmenprogramm statt. Ein Datum, das man sich nicht grundlos ausgesucht hat, denn hier findet in Kapfenberg auch die Air Challenge statt und man hofft, dass auch deshalb viele den Weg zum Euromarkt finden werden.